Moin Leute und herzlich willkommen in dieses Video. Wir melden uns heute aus dem Aquarium aus Wilhelmshaven. Das ist heute Tag 3 unseres Kurztrips. Deswegen, sonst liegt immer hier vorne auf der Flachwasserzone, kommen auch raus an Land, das dauert alles noch so ein bisschen. Da ist da vorne noch so eine komische Holztür, ne? Keine Glastür, das stört die Seele auch noch so ein bisschen. Sind halt kleine Sensibelchen, auch wenn sie schon so ein bisschen länger hier sind. Ich versuche trotzdem mein Möglichstes, hier so ein bisschen was hinzubekommen. Ne? Wir wollen mal schauen, ob die uns Lust haben, sich bei dem Schmuddelwetter so ein bisschen zu bewegen. Guck mal. Einmal, zweimal, aufziehen. Ah, sehr verhalten das Ganze. Normalerweise schafft es ein See und deutlich schneller, als Wasser unterwegs zu sein. So, ein Dion schafft es normalerweise, siehst du, Turbo gezündet. Ein Dion schafft es im Wasser bis zu 40 Stundenkilometer schnell zu schwimmen. Den Schwung dafür holen die Tiere mit ihren Hinterläufen, die zu kleinen Flossen umfunktioniert sind. Mit den Vorderläufen wird das Ganze einfach nur gesteuert, damit der See uns die Höhe und die Richtung halten kann. Ja? Siehst du, schon so ein bisschen besser, ne? Da funktioniert. Noch so ein bisschen wenig. Jetzt brauchen wir einen Bauchbuster, wie das funktioniert. Das Runde, das ist das Eckige. Das Eckige ist jetzt ein bisschen kleiner als in der Bundesliga, das soll aber auch nicht so einfach sein. Ne? So, gucken, der Bauch ist schon da, der Runde ist da, und dann ist der Anschluss. Der Runde ist mittlerweile der beste Mann hier auf dem Platz. Der ist drinnen stark, sehr stark, mit einem guten Vorgang-Team. Siehst du, wie gut drauf kommt, wo sie sich steht. Zack, siehst du, jetzt über euch. Nehmt mal halt frei. Können Sie gleich in den Kontakt bekommen. Gibt das kein Streit da oben? Aber wenn man einen Tag haben, keine Lust mehr zu spielen, muss ja keiner ruhig ins Bett gehen, was zu vorher wie müssen machen. So, eine Runde haben wir schon von rechts außen, sehr schön. Das Schöne an der Runde ist, die können auch einen Flügel einsetzen. Der spielt links außen, rechts außen. Das Schöne an dem weißen Roman liegt er auch noch mit. Da kann sich der Messi noch entscheiden, von 8 Meter gucken hat. Da kommt er. Ja, genau. Guck, wunderbar. Ne?
Also die Tiere sind wirklich imstande, diese Symbole zu unterscheiden und zu erkennen. Der tut sich relativ schnell. Ja? So, dann haben wir jetzt, ne? Guck mal, den haben wir schon mal satt gemacht. Und hier willst du noch einen haben? Okay. So, jetzt haben wir vorne noch mal zwei Stück. Stelle noch mal eben der Hinweis, wenn ihr noch das Video vom Marinemuseum und vom Gruseleum sehen wollt, dann schaut mal eben unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch das Ganze. Ansonsten, wenn ihr noch ein paar Sekunden wartet im Abspann, packe ich euch die Videos hier unten und da oben noch eben mit rein. Ja, und wenn ihr hier in der Ecke seid, dann ganz wichtig, schaut hier mal vorbei, ist ganz toll, das Personal riesig und nett und freundlich. Die Tiere, ja, die mochten mich heute nicht ganz so, glaube ich, aber ansonsten die Fütterung müsst ihr unbedingt mal mitgemacht haben. Haifischfütterung wäre noch um 15 Uhr, wir haben jetzt kurz nach 1, das schaffen wir nicht mehr, weil wir uns so langsam auf den Rückweg machen müssen. Ja, aber ansonsten, wenn ihr hier seid, müsst ihr euch das unbedingt angucken. Hast du noch was? Schönes Wetter. Tschüss. Oh, warte mal, ganz kurz. Da ist der Kollege.